Ui, ihr seht vielleicht schon den Unterschied. Ich habe was Neues ausprobiert. Extra für diese Franchise, die Raider-Frisur habe ich mir gemacht. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Sagt. Ja, wie heißt das Ding? Iro, keine Ahnung. Genau das gibt's jetzt für diese Session. Die Haare sind oben. Man wird mich loben. Meine Mutter wird toben. Und so ein Scheiß. Und ich versuche mal zu überleben hier. Ich habe die Dartpistole dabei. Ich habe keine Ahnung, wie die Button mehr gehen. Man sieht schon. Was ist das? Das war Schuss. Da ist war jetzt. Nein. Bein. Ich habe zu viele andere Spiele gespielt. Links verkrüppelt, rechts verkrüppelt. Und tot. Ja, ich probiere dieses Ding mal aus. Ich habe hier genug Muni. Sollte mich gut am Leben behalten gegen Yao Kwais und so ein Dreck. Habe ich Dog Meat auch mit? Nein, habe ich nicht. Upsi. Dog Meat zu Hause vergessen. Möp, möp. Inventar schaut gut aus. Ja, ich traue mich gar nicht, meinen Kopf zu bewegen. Hat gerade 10 Minuten gedauert mit 10 Kilo Gel, dass ich das überhaupt zu ihm bekomme. Eine harte Kombi. Er lebt hier draußen nichts. Hier gibt es hier gar nichts gerade. Ich denke, muss hier Tenpenny Tower auch sein. Und diese Straße müssen wir folgen für eine Shotgun. Boah, das riecht alles nach Ich Gel. werde sie so richtig schön fertig machen. Ich liebe Gewalt. Und ist schon langsam das Ding. Naja, trotzdem ziemlich schnell. Was haben wir noch? Cherry Coden brauchen wir nicht verkrüppeln. Krüppeln, krüppeln und krüppeln. Ich hab irgendwas getroffen. Ja. So. Okay, ich brauche was Gescheites für ihn. Nahkampf ist ganz schlecht bei diesen Dingern. Okay, ich habe sein Skorpion-Ding eh verkrüppelt, glaube ich. So, dass er mich nicht stechen kann. Was? Oh, Bruders. Hey, Bro. Ich habe keine Zeit, um mit Leuten wie Ihnen zu sprechen. Okay, mit denen legen wir uns nicht an. Gut zu wissen. Dass ich Backup habe. Bruder Backup. Bruder. Das kommt mir auch ziemlich hell vor diesmal im Raum. Nein, das ist nicht besser. Nein, das ist gar nicht besser. Das hat es nur schlimmer gemacht. Mal schauen, wie schaut meine Button Combination aus. Sturmgewehr. Rechts gar nichts. Links Gleisgewehr, okay. Wenn ich dieser Straße folge, komme ich zu einer Schrotflinte. Oder muss ich rechts rauf jetzt? Schauen wir mal, wo wir sind. Nein, muss weiter geradeaus. Und wenn ich da rechts drauf komme, gehe, dann komme ich vielleicht auch zu einer Schrotflinte. Was haben wir hier drüben? Das waren doch normale. Ach du. Radar. Radar, 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 Radar. Nicht mich anschießen, Idioten, das ist eine Todeskralle. Oh, das könnte tödlich werden. Rückzug, Rückzug. Die schießen auf mich und die Todeskralle kommt einfach entgegen. Krass. Jericho, da ist eine Todeskralle.
Ist jetzt wirklich alles hier tot? Räder, Todesskorpion, Raketenwerfer. Nehmen wir nur die Rakete, die hat auch gleich viel wert. Los, gehen wir weiter. Wenn du das sagst, wenn du das sagst. Das ist nur 10 mm. Nein. Krass. Dass hier alles gestorben ist. Und dass meine Stimme schon stirbt. Also, wir hatten eine Todeskralle hier. Wo ist meine Pferdepistole? Nehmen wir Fisto auf die rechte Seite. Die Tasten jedes Mal. Bei dem wir überall anders sind. Okay. Hatte ich doch was rechts. Wurscht. Ah. Die Tasten sind überall anders. Ah ja, wieder so ein Ding. Wo ist die Pfeilpistole? Anscheinend bin ich in Grad Red Scorpions Zone. Solange mich keine Todeskralle überrascht. Ah, Cherry Quad essen. Warum stehen wir hier rum, wenn... Element Action. Was hast du für mich? Nuka Cola, ja damit. Weiter. Ja, stürzen wir uns in die Action. Ja, meine Action. So viel geile Action hier. Da drin. Linkes Bein verkrüppelt. Daneben. Es ist gut wieder im Spiel. Ihr rechtes Bein brauchen wir. Rechtes Bein? Nein. Perfekt. Nein, nicht verkrüppelt. Auch nur kritisch. So viel Action. Der hat gerade ziemlich auf die Fresse bekommen. Okay, er lebt ja noch. Wollen wir nur Coca-Cola runterwürgen. Wo sind sie? Und mir dieses Gebäude holen. Was? Okay. Was ist das? Ich hätte was gehört. Du bist nur paranoid, alter Mann. Nur paranoid. Könnte gefährlich sein. Ach, das ist das Raketenwerfergebiet. Ist das Blut? Er hat noch immer Gicht. Ich meine, Corona. Ich hab Gicht. Nur ich. Warum kommt mir das gar nicht bekannt vor gerade? Brücke sieht gefährlich aus. Mistkübel, hier muss gute Loot sein. Geht nicht anders. Hier draußen gibt's zu viele freie Flächen. Das gefällt mir nicht. Warum kommt mir dieses Drecksteil? Vielleicht eine Raider-Stadt. Vielleicht deswegen kommt es mir nicht bekannt vor. Da. Falschen Tasten nur. Ich bin mir sicher, ich habe ihn getroffen. Nein, habe ich nicht. Das war ein guter Headshot. Mehr Raider hier oben. Zur Hölle, ja. Zur Hölle, ja, sagt er.
Oh, das ist nicht gut. Wollen Sie mich verarschen? Das hat noch nicht einmal wehgetan. Oh, was war das? War das das Drecksgeschütz? Oh, Schießgranaten. Er schießt Granaten. Ja, das war das Drecksgeschütz. Okay. Hilft nichts. Braucht mehr Cola. Oh. Granate ist nicht reingeflogen, falls ihr das nicht gesehen habt. Rösti haben wir da. Okay, so geht's. Wo ist der Raider hier? Chinesische Raketen sind viel wert dafür, dass sie kein Gewicht haben. Gute Loot. Gut Loot. Ja, krass, dass meine Stimme jetzt schon am Sterben ist. Gar nicht so aufgenommen heute. Oh, ich bin viel zu unaufmerksam. Viel zu unaufmerksam. Kann ich nicht halten. Okay. Nein. Boah. Wollte mir gerade irgendwas zum Trinken kaufen, was mich aufweckt, wie ein Red Bull oder sowas. Und dann hat es genau zum Regnen angefangen. Also kein Red Bull für mich. Was nennen wir hier? Gleisgewehr. Mit einem Raider Will. Ein schmutziges Wasser. Da. Gefällt mir gar nicht. Ich glaube, da ich keine Minen sehe. Immer auf Jericho. Oh, wollen Sie mich verarschen? Mach weg, Jericho, mach weg. Dann haben wir hier 10 mm, nicht gut. Sorry, schieß noch ein paar Mal drauf, Junge. Loot und Inventar schaut gut aus. Nach 30 Minuten bin ich eh immer voll, meistens. Oh! Verdammt, passt alle. Ich hab schon lange niemanden mehr umgelegt. Danke fürs Callout. Danke fürs Callout. Ich brauche Stimpies. Was tun die da drüben? Die jagen sich selbst in die Luft. Jerry verwendet meinen Schuss. Und
die alle weg. Natürlich. Was ist das für ein Scheißstadt? Immer schön weiter. Immer schön weiter. Ja, ja, ja. Oh, oh ja. Bist du denn auch nicht tot? Auf wen schießt du da? Der richtet schon. Jericho regelt schon. Bin voll. Ah ja, mit der Kampfflinte. Auf was schießt du? Mein XP. Mist. Was haben wir hier? Ah! Dr. Hoff. Will dem nicht was Cooles zum Kaufen? Ah, ich habe alles genommen. Verdammt. Ist eigentlich egal. Ich kann ja alles verkaufen, was ich finde. Schön da bleiben, Doc. Schön da bleiben. Nur nicht wegrennen. Wo sind da noch Leichen? Da. Da hat schon wieder keinen Wert. Nur nicht wegrennen. Bin zu langsam. Bin zu langsam. Nee. Wo ist er, der Doc, der Gute? Und den nur noch zu zweit anscheinend. Möchten Sie den ehrenwerten Doktor sprechen? Ausgezeichnet. Ja. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Vielleicht kann ich Ihnen dann helfen. Seht ihr das? Ist eine Nuka-Granate. Das gönnen wir uns. Billiardé. Chinesische. Bleiro, weg damit. Impuls, nein. Und doch, so viel Dreck. Springmesser, ja. Das ist meins. Oh, Raider, Operator. Dann geben wir auch mit 10 Milli weg. Wieder. Wein, Wein, natürlich, weg damit. Okay, ich habe schon vergessen, was ich dafür brauche. Fairy Bomben brauche ich, die brauche ich nicht mehr. Schachtel brauche ich sowieso nie. Todeskralle ist es fast wert aufzubehalten. Okay. Sonst noch was? Perfekt. Perfekt. Ja. Danke, Mann. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ich sehe mir das mal an. Wäre nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wo sehe ich, wie viel Reparatur er hat? 12. Nein, passt schon. Tschüss, passen Sie auf sich auf. Passt du auf dich auf. Dass mehr Loot ich ihm geben kann. Hallo. Dem brennt alles, sehr schön. Ja, ich habe gerade repariert. Hilft nichts. Da muss verkauft werden. Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Verdammt. Der Muni auch, sonstiges. Ah, geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst... Tschüss. Tschüss. Danke.
Die Nuka-Granaten. Sturmgewehr. Dann. Perfekt. Ich bin schon 20 Minuten drin. U-Bahn-Station. Warum habe ich da reingeschaut? Warum habe ich reingeschaut da? Hat sie gerade ein Messer geholt? Nicht aufs Auto schießen, bitte, Jericho. Chinesisches. Gott sei Dank hat sie die Granaten nicht geworfen. Das wäre nicht gut ausgegangen. Okay, gib mir die U-Bahn-Station. Fairfax sagt mir gar nichts. Hey, ich habe was gefunden. Ein. Ach, egal. War nichts. Da haben wir noch einen gemördert. Totale Raider-Folge mit. Totale Raider-Folge mit meiner. Das hat noch nicht einmal wehgetan. Raider-Frisur. Was war das? Warum explodieren hier Sachen? Was gibt's hier sonst noch? Warum habe ich ein schlechtes Gefühl, da um die Ecke zu gehen? Zur Sicherheit Pfeilpistole. Okay. Immer Arme verkrüppeln. Die Waffe verkrüppeln wir nicht. Ja. Viel Spaß. Deine Waffe benutzen. Hopp daneben. Hopp dann. Ja, getroffen. Hat wieder getroffen. Zur Hölle, ja! War das schon alles? Ich komme nicht mal in die Nähe, der Jericho macht mich so schnell down. Ich nehme einfach mal mit, was die haben. Wir haben gerade mittendrin in der Folge verkauft. Okay. Können wir schon mal alles mitnehmen. Brrr, ich brauche einen Red Bull. Verdammt. Den Punkt habe ich gefunden, war die Station. Da drüben muss noch irgendein Gebäude sein. Ein Raider ist entkommen. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Ich muss kundschaften. Ist das was? Nein, oder? Ich will schauen. Hilft nichts. Bevor ich wieder zurückgehe. Bin ich da in irgendwas reingetreten? Was? Was hat er gesagt? Nein, du hast nichts. Und dann bin ich hier mehr raushupfen, so wie es ausschaut. Ich habe gerade ein bisschen Fallout 4 gezockt. Und verdammt, die Mylocks, die einfach aus der Erde raushupfen, sind das Schlimmste. Einfach nur krass. Müssen wir da in Permadeath überleben? Hier gehen wir diese Straße entlang. Schauen wir, was wir da drüben vermisst haben. Wahrscheinlich ein Haus. Wahrscheinlich ein Haus. Da haben wir nicht viel Money drin. Ja, auch nicht. Passt schon so. Sturmgewehre gibt es hier gratis. Independence. Oh, Independence, okay. Das heißt freundlicher. Ah ja.
Freundliche Bruce. Defender Mogen. Okay. Freundliche Bruce haben wir hier. Hoffentlich. Kopf runter, Idiot. Raider im Anmarsch. Was? Wo? Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng. Ach du. Kind, ja. Ein bisschen weit. Ja, müssen wir. Kein Problem. Wenn Sie sich hier draußen unbedingt umlegen lassen wollen, machen Sie es wenigstens weiter vom Bunker entfernt. Ich will nicht, dass Ihre Leiche hier in unserem kleinen Stück Himmel verwest. Wie sie wohl ohne Errüstung ausschaut. Schnauze weg von mir. Oh. Ah, ich bin nett, ich bin nett. Defender Anne-Marie Morgan von den Ausgestoßenen. Alles, was Sie wissen müssen, ist, dass ich ein Gewehr und wenig Toleranz für Spielchen habe. Wir nennen uns selbst Ausgestoßene und wir sammeln Technologien, um sie vor den Stämmen und idiotischen Einheimischen zu schützen. Hm. Und bevor Sie fragen, wir wurden von dieser Heldengemeinschaft ausgestoßen, die sich selbst Lions Stählerne Bruderschaft nennt. Wenn die Verräter finden, dass wir unsere Befehle zu schnell befolgen, machen wir wahrscheinlich irgendwas richtig. Wir rekrutieren keine Leute. Der alte Lions vertraut vielleicht dahergelaufenen Fremden, wir aber nicht. Hm. Aber wenn Sie helfen wollen... Nun, vielleicht können wir uns auf ein Geschäft einigen. Wenn Sie uns technische Geräte bringen, bezahlen wir Ihnen je nach Gerät einen Finderlohn. Protektor Kerstin muss aber erst zustimmen. Wir sind vielleicht sehr gut ausgerüstet, aber wir haben kaum genug Leute, um die Technologie der Vergangenheit wieder zu beschaffen. Einheimische wie Sie können einen größeren Bereich der Wüste nach technologischen Relikten wie Powerrüstung oder Energiezellen absuchen. Wir kennen den Wert besser als jeder Schrotthändler und wir haben größere Munitionsvorräte, was für Sie bessere Geschäfte bedeutet. Okay, aber zuerst müssen Sie mit Protektor Kerstin sprechen. Mit ihm können Sie die Details abklären. Ich höre meine Bläse überhitzen. Wie verrückt. Werde ich wahrscheinlich dann in 3 Minuten testen. Alles passt. Noch immer Sommerhitze, ich habe alles mitgenommen. Hier gibt es wohl einen Händler, oder? Ja, ausgezogen. Defender Morgan. She protects, she attacks. And she defends her wreck. Damit haben Sie nichts zu tun und das sollte auch so bleiben. Oh, schau, ein Weg runter. Okay. Die killen mich, wenn ich das mache. Hey, Bro. Protektor Henry Kasten, Anführer der Ausgestoßenen. Hoffentlich haben Sie was Wichtiges. Normalerweise verschwende ich meine Zeit nicht mit Einheimischen. Aber Morgan hat mir gesagt, dass Sie sich nützlich machen können. Also, haben Sie Interesse daran, für uns Technologien zu sammeln? Yay! Es ist ganz einfach. Bringen Sie uns technologische Geräte und wir bezahlen Sie für Ihre Funde. Am besten sind große Sachen wie Powerrüstungen und Energiezellen. Aber wir nehmen auch Sensoren oder Ersatzteile. Alles kann wichtig sein. Als Gegenleistung bezahlen wir Sie mit 556 Munition. Granaten, Stimpaks oder Redaway. Das ist für Sie da draußen sowieso sinnvoller. Okay. Auch okay, wenn ich Bauerrüstung finde, bringe ich was das her. Das wollte ich hören. Sie können sofort beginnen. Sie sind mir direkt unterstellt. Ich nehme Ihre Funde und bezahle Sie. Und jetzt legen Sie los. Wir wurden ausgestoßen, weil wir den Zielen der Bruderschaft folgten. Lions markierte für die Einheimischen den Helden, statt seinen Job zu machen. Wir haben ihn mit Stolz verlassen. Darum haben wir den Namen Ausgestoßene behalten und tragen ihn mit Stolz. Alter Mann, leck uns am Arsch! Mhm. Er mag unseren Namen aus dem großen Kodex gestrichen haben. Aber wir werden uns rechtfertigen und unsere Namen werden geläutert werden. Mhm. Natürlich. Meinen Sie die ursprüngliche Bruderschaft im Westen oder den Mist, den Lions hier draußen daraus gemacht hat? Ich meine damit die Bruderschaft im Westen, aus Kalifornien. Da wussten wir, was wir taten. Haben keine Zeit mit sinnlosem Heldentum verschwendet. Wir sammelten die heiße Glut aus der Asche der Menschheit, bevor das Feuer der Zivilisation gänzlich erlöschen konnte.
Wir haben uns nicht darum gekümmert, einzelne Gemeinschaften zu retten. Wir wollten den menschlichen Fortschritt selbst sichern. Nun ja, er war mal so hart wie wir alle. Ist noch gar nicht lange her, dass wir Seite an Seite bei der Geißelung von Pitt kämpften. Aber irgendwann ist er verweichlicht. Sah nicht mehr das große Ganze, sondern versuchte, jede einzelne, ungebildete Stammesgemeinschaft zu retten. Als er uns aufforderte, diesen Wilden zu helfen, anstatt Geräte zu sammeln, die allen helfen würden, lehnten wir uns auf und wurden zu Ausgestoßenen. Das heißt, die Bruderschaft hier ist wie Jericho. Sie wollen jede Menge Geräte. Die Bruderschaft kam hierher, um aus den östlichen Städten und Basen Technologien zu beschaffen. Wenn Lions es nicht macht, werden wir es tun. Und wenn wir wieder Kontakt mit den Ältesten des Westens aufnehmen, wird Lions in seine Schranken verwiesen werden. Wenn es sein muss, durchaus auch durch ein Erschießungskommando. Okay. Na schön. Ich muss einen Ventilator aufstellen. Es ist viel zu heiß. Natürlich ist es das, es ist Sommer. Und die Piraeus überhitzt gerade. Extremst. Komme ich hier hinein? Komme ich hier hinein? Nein, schwer. Was will ich zu schaffen? Besser nicht. Das sind viele Leute anscheinend. Nicht nur Defenders. Okay. Hier runter muss ich und hier rauf. Ja, 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 ja. Peace out.